Habe ich gesagt, dass ich jeden Tag die Daily Quest mache? Ja! Habe ich es gemacht? Nein. Aber ich habe es jetzt 2 Tage hintereinander gemacht und wenn ich mich morgen dran erinnere, dann habe ich morgen auch den Ruf fertig. Ach, was für ein Anfang. Hilfe. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren SSO-Replay-Folge. Ja, den Ruf muss ich noch, wie gesagt, noch etwas machen. Also morgen ist ja Dienstag, der 10.9. habe ich den Ruf dann fertig. Nein! Ich muss mir den Brief noch nicht mal durchlesen. Nein! Nein, warte mal. Bevor ich das jetzt irgendwie nachher heißt, ich hätte irgendwie die Postfach voll. Ah, nein. Ich kann keine Clubanfragen mehr sehen. Ich werde wahnsinnig. Ich weiß, die Leute, die Clubanfragen senden und verschicken wollen, einfach nur ihren Club hier mehr Leute haben und irgendwie machen es auch richtig. Aber ich finde es irgendwie doch etwas bedrückend nervig, wenn man mich dann ein paar Mal privat anschreibt, mir Briefe hinterherwirft und mir so auf eine Einladung schickt, dass ich irgendwann gefühlt nicht mehr auf den Nein-Button drücken kann. Aber das ist so Nebensache. Wo machen wir jetzt am besten weiter? Haben wir ganze Zeit hier in der Erntefeldprovinz gehockt. Wie wäre es denn einfach mal, wenn wir einfach wieder Richtung Silverglade gehen? Barney Hochlanden, Nobelstall. Ich will einfach mal sagen, Abholservice Moorland, Steve's Farm oder Landguten, dann sprechen wir auch mit Godfrey einfach mal. Wieso nicht? Also, das haben wir die ganze Zeit in Jardaheim Quests gemacht und Jorvikstall Quests gemacht. Ich finde, eine kleine Abwechslung, nicht immer am gleichen Fleck zu hocken. Wieso? Klatsch. Wieso denn nicht? So. Haben wir da das Landgut? Wir sind heute mal faul. Und ich hoffe mal, ich erinnere mich dran, ab und zu mal bei meinem OBS wie heißt es jetzt, auf Rekordzeit zu schauen. Das habe ich nämlich. Ich versuche jetzt seit einigen Malen ja jetzt keinen Wecker mehr zu stellen, dass dieses nervige Gepiepe aus den Aufnahmen ist und so, dass ich sozusagen jetzt immer auf OBS gucke und schaue, wie lange nehme ich auf. Nur bin ich ja meist so vergesslich und vergesse zu gucken. Aber egal. Machen wir doch dann einfach bei Godfrey die Quest weiter. Pardon, ein Stall? Natürlich haben wir einen Stall. Der Silverglade Pferdesportcenter, der nobelste Stall in Jorvik. Du kommst aus Moorland? Du solltest auf jeden Fall unser Pferdesportcenter besuchen. Es behaust ein paar der besten Pferde dieser Insel. Warum sprichst du nicht mit Linda? Warte, was sage ich denn da? Nicht Linda. Nicht Linda. Da drüben sind ein paar andere Stallmädchen. Ich glaube, eine von ihnen heißt Judy. Sie wird dir helfen. Aber wieso nicht mit Linda? Aber. Ich weiß nämlich nicht, wo diese Linda ist. Bestimmt nicht in diesem Schloss. Hallo Katja, natürlich weiß ich, wer du bist. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin übrigens Judy. Aber kennt die mich? Ich habe vorhin mit Thomas Morland gesprochen. Er hat mir gesagt, dass du und Time Lancer ein tolles Team seid. Das macht mich wirklich glücklich. Der Time Lancer, das Pferd ist, mit dem ich damals in Morland als Steinmädchen angefangen habe. Oh. Er ist ein tolles Pferd und verdient eine Reiterin, die ihn versteht. Wie auch immer, wir brauchen mehr Personal, seit Linda gegangen ist. Warte, wir brauchen mehr Personal. Mehrzahl, weil eine Person gegangen ist. What? Thomas hat gesagt, wenn du hier vorbeikommst, könnte ich dich fragen, ob du Lust hast, hier ein wenig auszuhelfen. Wen meint sie denn? Ich weiß nicht, wen sie meint. Was ich ja aushelfen? Kriege ich Geld? Immer die erste Frage. Kriege ich Geld? Hast du schon die Baroness getroffen? Das überrascht mich nicht. Sie ist in letzter Zeit regelrecht hysterisch, wenn man sie denn mal sieht.
Es scheint so, als würde sie mehr und mehr Zeit im Schloss verbringen. Gott weiß, was sie dort schreibt. Kannst du bitte so lange im Stall aushelfen, bis Thomas dich wieder braucht? Vielleicht? Gott sei Dank, du hast gesagt, ja gesagt. Habe ich nicht? Steht da irgendwo, dass ich ja gesagt habe? Nein, ich hätte ja auch einfach vielleicht sagen können und sagen, kann ich bitte morgen kommen? Ich habe einen gebrochenen Zeh oder mir fällt gerade ein Arm ab. Und sie sagt direkt, ja. Ich habe ja gesagt. Ich denke mir nur, nein. Natürlich machen wir das, weil sonst kommen wir gar nicht vorwärts. Aber ich finde mal so klasse, wenn die NPCs einfach sagen, du hast jetzt ja gesagt. Und denkst nur, nein, ich will nicht. Okay, also was du machen musst, ist den Pferden Heu geben, sie pflegen und die Box ausmisten. Du kannst das machen, sobald du es nötig hältst. Mehr Infos findest du auf der Tafel im Garten. Ich bin in der Nähe, falls du etwas brauchst. Ich denke, du wirst das gut hinkriegen. Du siehst wie ein ziemlich schlaues Mädchen aus. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. James? Eine Katastrophe! Komm schnell her! Warum liegst du weiter? Das ist ein Notfall, beeil dich! Sollen wir jetzt erst James machen? Oh. Irgendwie. Ja, bevor die Quest nachher wegplöppt. Ach, scheiß drauf. Oh, jetzt haben wir hier noch mehr. Egal, dann machen wir heute einfach doch mal ein buntes Mischmasch. Wahrscheinlich werden jetzt viele schreien: Nein, bleib in Silverglade, Landgut und mach das scheiß Ding hier fertig. Und ich denke mir nur. Wir fahren nach Fort Pinter, wir fahren nach Fort Pinter. Frag mich einfach nicht, wieso ich an einem Montag gute Laune habe. Ja, es ist ein Montag. Und ich habe auch gerade eine gute Laune, weil ich von der Arbeit bin und ich nicht arbeiten muss. Also zumindest heute nicht. Ich frage mich echt, woher ich diese gute Laune habe. Warum hast du so lange gebraucht? James, es waren 2 Minuten, um herzukommen. Alles hier oder zumindest meine Geschäfte gehen zugrunde und du trödelst hier einfach wie ein faules Holt hier rum. Du stehst den ganzen Tag 24/7 auf der gleichen Stelle, außer wenn du diese eine Quest machen musst, wo du Leuten die Schillinge aus der Tasche ziehst und dann ein paar Meter in die Burg reinrennst. Ein blödes. Entschuldigung, süßes Pony mit einem blöden Walkie-Talkie an einem Halfter befestigt. Dann bewegst du dich und du sagst, ich bin ein Faultier. Siehst du diesen Mittelfinger, James? Ah, für dich gibt es kein Trinkgeld. Oh, du hast mir gerade zugehört. Jetzt siehst du diese 2 Mittelfinger, James? Da, bitteschön. Du kriegst auch kein Trinkgeld mehr von mir. Nö. Nö, ritt mit dem Pferdearsch hier. Ja, kein Bock mehr. Nö. Nö. Ich will mein Trinkgeld. Was einer Katastrophe, Katja. Du musst mir helfen. Oh, wir können den Südhof freischalten. Was passiert ist, der Südhof-Leuchtturm ist erloschen. Das ist mehr als nur schrecklich. Keines der Touristenschiffe traut sich nach Fort Pinter, wenn der Leuchtturm ihnen nicht den Weg weisen kann. Und logischerweise kommen somit auch keine Touristen mehr. So dass ich kein Geld verdiene. Das ist wirklich schlecht für mich. Besser, dein Boy ist gierig. Ob ich nicht den Leuchtturmwächter anrufe und fragen kann, was passiert ist? Ich bin nicht blöd. Natürlich habe ich das schon getan. Ich habe ihn unzählige Male angerufen, aber er nimmt nicht ab. Es muss irgendetwas passiert sein. Sei geschlafen. Hilfst du deinen alten Freund Katja? Erst nennst du mich Faultier, gibst mir kein Trinkgeld und deinen alten Freund? Ey, wenn ich 3 Mittelfinger zeigen könnte, dann wäre ich ein Genie. Und ich habe schon wieder nicht ja gesagt. Ich habe nämlich eine Idee. Oh nein. Ich habe vor einer Weile ein paar gemütliche kleine Brote gekauft. Bote. Wieso habe ich denn nie Bote gesehen und immer nur ein Boot? Um sie an Touristen zu vermieten. Aber aus irgendeinem Grund wollte sich niemand eines der Boote ausleihen. Echt seltsam. Bootfahren macht doch Spaß. Habe ich zumindest gehört. Wie auch immer. Du kannst dir natürlich eins ausleihen und rüber nach Südhof fahren. Was hältst du davon, Katja? Das wird mich was kosten, oder? Warum ich nicht selber fahre? Ich bin allergisch gegen Wasser. Genau.
So ist das. Deswegen geht das nicht, leider. Das Boot liegt unten bei einer Brücke zwischen dem Pier und dem... Ich wollte erst Bastardstrand. Badestrand! Dieser Husten. Viel Glück. Erst war es Boote und jetzt ein Boot. Ich sagte. James, James, James. Also manchmal weiß ich nicht, ob ich dich am liebsten hier ins Jorvik-Meer schubsen soll und dich döppen sollte oder ob du einfach witzig bist. Ich tendiere zwischen 1 und 2. Ergo, ich mach beides. Klingt nach einer guten Idee, oder? Ah, das war das kaputte Boot. Kein Wunder, dass keiner fahren möchte. Beweisfoto. Alles Beweisfotos. Wie wär's einfach? Wir schubsen James immer in dieses kaputte Boot rein. Stupsen das Boot an, damit es vielleicht noch, dass wir es vielleicht noch geschoben, das Wasser geschoben kriegen besonders. Dass es zumindest noch ein bisschen weg vom Steg geht und dann geht das friedlich mit James unter. Klingt das nach einem Plan? Wer will mir helfen? Alle Finger bitte hoch, auch wenn ich nicht sehen kann. Warst du schon im Südhof? Oh, da müsste ich aber, keine Ahnung, Muckis haben, wenn ich von... warte, wie viele Minuten sind jetzt vergangen? Waren es wieder 2 oder 3, wenn ich in 2, 3 Minuten hin und zurück fahren könnte? Na gut, wenn manche Spieler bei der Quest, bevor sie die abgeben, jetzt AFK gehen, nach 22 Minuten wiederkommen, dann kann ich diese Frage verstehen, James, aber nicht, nachdem man die Quest sofort beendet hat. Also langsam möchte ich James echt ins Wasser döppen. Das Boot ist kaputt, sagst du? Lächerlich. Ich habe für jedes Boot, ja, 10 Jorvik-Schillinge bezahlt. Warte mal eben. 10 Jorvik-Schillinge. Also, ich bin immer noch nicht bei der Währung und SSO schlau geworden, weil irgendwie 8000 Schillinge schon eine Hose kostet und das irgendwie auf echt Geld zu übertragen ist eine schwere Sache in Jorvik, aber ich weiß, dass 10 Schillinge wenig sind. Dafür kriegst du, für weniger als 10 Schillinge kriegst du, glaube ich, ein Bündel Heu, also fürs Pferd. Es sind vielleicht ein, zwei Löcher im Boden, aber das hält einen frisch, wenn man draußen ist und segelt. Wie eine Klimaanlage in einem Auto. James, wie wär's, wenn du einfach mit dem Boot jetzt rüber segelst? Aber, ah nein, du warst der Wasserscheu, ne? Und hattest eine Wasserallergie. Sehr schlimmes Ding. Jetzt darfst du erst recht segeln gehen. Wieso ich dich so misstrauisch angucke? Dude, du wolltest mir ein kaputtes Boot anbieten. Boah, dieser. Nein, 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 nein. Ich will in diesen kleinen Raffzahn nicht noch mehr Geld reinwürgen. Okay, das Boot ist vielleicht nicht in einem Top-Zustand, aber ich habe noch ein anderes. Aha, da kommen wir jetzt auf die Mehrzahl Boote. Ich habe es dem Sicherheitsmann an der Disco geliehen, damit er seine Landemanöver oder sowas am Strand üben kann. Du kannst ja zu ihm gehen und ihn fragen, ob du dieses stattdessen benutzen kannst. Landemanöver? Du bist noch irgendwann dran. Irgendwann. Irgendwann, wenn meine Freundin Tessa gerade kein Auge auf dich hat, kommst du ins Meer. Kannst beim Fischen schlafen. Achtung! Katja, wie kann ich dir heute behilflich sein? Entschuldigung, du willst ein Boot von mir ausleihen? Aha, du meinst das Landungsboot, welches ich mir ausgeliehen habe, um wichtige Strandsturmmanöver zu üben. Operation Eisenkakala. Warte, nein, was? Was? Eisen. Kakerlake. Wird der wirklich da? Wow. Ich dachte, ich kann schon wieder nicht lesen. Operation Eisenkakerlake, wie ich es nenne. Oh, es gibt nicht viel, was ich dir leihen könnte. Leider. Meine Landungsübung endet etwas zu realistisch sogar für mich. Aber es gibt trotzdem keine Zeit zu verlieren. Ich weiß, dass du einen wichtigen Auftrag erfüllst. Zu erfüllen hast, Katja. Hiermit reiche ich meinen Bericht zur Operation Eisenkakerlake ein. Es war
4:07 Uhr in der Früh, als ich. Du musst mir das jetzt sowas antun. Es war 4:07 Uhr in der Früh, als ich auf hoher See außerhalb von Fort Pinter war und vorsichtig und leise den Strand näher kam. Direkt neben dem Sprungbrett sag ich dann einen Wachposten. Sag. Das Überraschungsmoment war somit verloren, sodass ich Vollgas gegeben habe, um an Land zu kommen, bevor der Feind reagieren konnte. Plötzlich gab es einen großen Knall. Eine Mine, dachte ich, und ich warf mich sofort ins Wasser. Erst dann realisierte ich, dass es der Benzintank war, der auf dem Landungsboot explodierte. Ich schwamm Richtung Land und zog mich auf die Festung zurück. Der Feind entpuppte sich unter besserem Licht als eigentlich sehr verdächtig aussehende Busch, sodass keine wirkliche Gefahr mehr bestand. Ich gab mir somit den Auftrag, die Übung zu beenden. Wie es mit dem Boot gelaufen ist? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich hatte bisher keine Gelegenheit, das Gebiet wieder zu betreten. Da ich erst Glühbirnen auswechseln und Disco-Kugeln polieren musste. Während meines Rückzugs sah ich, wie Ellen auf mich zugelaufen kam. Sie ist die Bademeisterin unten am Fort Pinter Strand. Ich schlage vor, frag sie, was mit dem Boot passiert ist. Dude, was ist falsch mit dir eigentlich? Bist du irgendwie von der Armee irgendwie Richtung Wachposten gelandet und denkst immer noch, hast posttraumatische Vorfälle und denkst immer noch, dass du irgendein Krieg bist und musst dich einen Shit tun und dafür Boote zerstören und mein Leben in SSO schwerer machen und der von vielen hunderttausend anderen Spielern? Ja, ja, das denke ich. Wieso klappe ich heute nur so Sprüche raus? Das ist ja sogar für mich mal ungewöhnlich. Ah, das ist doch das Boot hier, oder? Oder? Glaube ich. Kann sein. Oh. Naja, das ist das Boot. Was für ein schöner Tag, findest du nicht auch? Hallo, mein Name ist Ellen und ich bin die Bademeisterin hier am Strand. Wie heißt du? Jo. Der Unfall des Sicherheitsmannes, ich wusste sogar, dass er es war, der sich durch den Busch geschlichen hat. Er sah recht niedergeschlagen aus. Ob ich gesehen habe, was mit dem Boot passiert ist? Naja, ich bin gerade hierher gerannt, als ich plötzlich die Explosion hörte. Ich habe den Unfall an sich also nicht gesehen, aber normalerweise wird alles vom Wasser an die Küste hinter dem Badebereich angespült. Wenn das Boot nicht gesunken ist, wurde es sicherlich dort angespült. Könntest du mir Bescheid geben? Hat nichts von hier aus. Ellen, da hinten. Siehst du das? Ach, vergiss es. Ich muss sicher gehen, dass keine Gefahr für die Badegäste besteht. Dreh dich um. Da ist es. Da ist es. Ja, es sieht kaputter aus als das andere Bötchen. Komm, die Quest geben wir jetzt auch noch ab und dann haben wir die 18 Minuten schon wieder erreicht. Oh, fast 19. Hohoho. Ich hab mal auf die Uhr geguckt. Tadalala. Hast du das Boot gefunden? Teile davon sagst du? Warum bist du überhaupt so interessiert an einem alten Boot? Aha, du brauchst ein Boot, um nach Südhof zu kommen. Und James' anderes Boot befindet sich in einem fast genauso schlechten Zustand. Also, hat so ein paar Löcher. Das ist gefühlt in zwei geteilt. Ich nehme das Boot da hinten. Du sollst das Boot eigentlich mit ein paar Teilen von einem Wrack hier reparieren können. Ist ein Versuch wert, findest du nicht? Es ist zurzeit recht ruhig hier. Ich kann dir also gerne helfen, wenn du möchtest. Yes! Endlich jemand, der mir mal hilft. So, ihr Lieben, das war's auch mit der SSO-Replay-Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einer nächsten Aufnahme wieder. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!